Ja, hier wieder beim Koali und bei Magic Duels Origins. Ich muss mir dafür irgendwann was hier überlegen. Das spricht sich so komisch. Egal. Ich sag wahrscheinlich den nächsten noch bei Magic. Ja. Okay, geht's weiter hier gegen dieses komische Vieh. Akros wird von Harpien angegriffen und die Stadtmauern halten nicht mehr lange stand. Jede helfende Hand wird gebraucht und die anderen Gefangenen werden freigelassen, da ja die letzte Hoffnung der Stadt seit Jahr genau. Also storytechnisch, Leute. Also vergiss es. Du kannst mit mehreren Kreaturen gemeinsam eine einzelne angreifende Kreatur blocken. So können sich kleine Kreaturen zusammenrotten, um eine größere auszuschalten. Dein Gegner bestimmt, welchem Blocker die angreifende Kreatur wie viele Schadenspunkte zufügt. Jo. Normalerweise fügt eine angreifende Kreatur ihren gesamten Schaden der Kreatur zu, von der sie geblockt wurde. Aber eine Kreatur, die Trampelschaden verursacht, kann überschüssigen Kampfschaden dem verteidigenden Spieler zufügen. Mhm. In dieser Fertigkeitsquest erlebst du Trampelschaden und das Blocken mit mehreren Kreaturen. Um sie abzuschließen, blocke den Angriff und gewinne in deinem nächsten Zug. Okay, ich muss den Angriff blocken und dann gewinnen. Um einen Angriff zu blocken, musst du eine deiner Kreaturen anklicken und zu der angreifenden Kreatur ziehen, die du blocken möchtest. Sobald du bestimmt hast, mit welchen Kreaturen du blocken möchtest, klicke auf Blocken bestätigen. So, wir müssen alle 6 Schaden absorbieren, also Kreaturen mit einer Kreatur blocken reicht das Ganze nicht, weil er hat Trampelschaden. Deswegen brauchen wir 6 Verteidigungen, haben wir Gott sei Dank hier liegen. Welch Zufall. Er tötet unsere beiden Kreaturen. Weiter in den Kampfstep. Er hat nur eine 4er Verteidigung, 2 Lebenspunkte, wir haben 6 Schaden. Sollte reichen. Und Smack. Kreatur tot, Gegner tot. Gut gemacht. Yay, gut gemacht. Übrigens, das Spielfeld gefällt mir ein bisschen besser als beim letzten Magic-Teil. Normalerweise fügen alle angreifenden und blockenden Kreaturen einander gleichzeitig Schaden zu. Kreaturen mit Erstschlag fügen ihren Kampfschaden jedoch vor Kreaturen ohne Erstschlag zu. Das bedeutet, eine Kreatur mit Erstschlag kann eine gegnerische Kreatur oft zerstören, bevor diese Gelegenheit hat, zurückzuschlagen. Oh. Überstehe in dieser Fertigkeitsquest den gegnerischen Angriff und greife in deinem Zug an, um dir den Sieg zu sichern. Okay. Was kann der? Der greift immer an, wenn möglich. Kann nicht von Mauern geblockt werden, alles klar. So, der hat 3 Verteidigungen. Wir blocken also. Blocken. Immer wenn du an der Reihe bist, etwas zu tun, zählt ein Timer herunter. Falls du einen Spontanzauber wirken möchtest, klicke auf Timer anhalten. Okay, möchte ich nämlich. Wir möchten nämlich hier eine Kreatur plus 1, plus 0 und Erstschlag bis zum Ende des Zuges geben. Zack, haben wir den Erstschlag, machen einen 3 Schaden zuerst, bevor er uns 5 Schaden macht. Und überlebt. Hauptphase spielt er nichts außer einem Land. Oha. Wir haben auch nichts auf der Hand, aber wir haben eine Kreatur, die ihm genau die 2 Schadenspunkte macht, die noch zum Sieg fehlen. Angriff bestätigen. Smash. Gut gemacht. Erstschlag ist sowohl in der Offensive als auch in der Defensive von Vorteil. Oh. Weiter.
Okay. Die Harpien. So, wir dürfen wieder anfangen. Starten wie immer mit einer Elite-Vorhut. Das schadet nicht. Was haben wir denn sonst hier? Fliegend und Doppelschlag. Doppelschlag ist cool. Es fügt nämlich sowohl Erstschlag als auch normalen Schaden zu. Die Kreatur schlägt quasi zweimal zu. Also doppelt. Haha. Kostet allerdings 5. Das können wir uns so lange nicht leisten. Weiter. Allen angreifen. Zwei Schaden reindrücken. Gucken, ob dieser 3-1er diesmal mal so durchkommt. Ne? Also der ist ja immer zum Sterben bis jetzt da gewesen. Ich fürchte, es ist auch diese Runde so. So, oh, was hat er denn hier? Ein Waldfriedhof. Der erhöht das Mana entweder um schwarz oder um grün. Das ist also ein Doppelland, sehr schön. Immer wenn eine andere Kreatur stirbt, tappe den fleischgierigen Hengst. Okay. Ja, und wie angekündigt, der wird jetzt sterben. Weiter. Angriff. Aber der Hengst halt auch. Macht sogar Pferdegeräusche. Okay, dann spielen wir noch für 3 den Flieger. Ich mag den Flieger, der ist cool. 2-1 mit Vigilance und Flug, nicht schlecht. Ah, er kann den Flieger blocken mit einem Dreier. Aber der kann nur fliegende Kreaturen blocken. Okay. Das heißt, der wird dann auf jeden Fall durchkommen. Glorreicher Ansturm. Macht das sind wieder alle Kreaturen erhalten. Plus. Wir gehen das mal weiter. Und dann greifen wir ihn auf dem Boden an. Weil das kann er ja nicht blocken. So, Angriff bestätigen. Dann bin ich mal gespannt, ob er gleich mit seinem Spinnchen hier angreift. Weil wenn, dann bin ich versucht, das hier zu spielen. Wir könnten allerdings auch ein Land spielen und den Vierer hier raushauen. Das ist, glaube ich, bessere Wahl. Weil er macht ja nur 3 Schaden. Der absorbiert 4. Immer vorausgesetzt, dass der Gegner nicht so was Tolles hat wie glorreichen Ansturm oder so. So, wenn die sterben, lege die obersten 4 Karten in der Bibliothek auf den Friedhof. Ja, ist okay. Weiter. Ist ja sowieso nichts, was wir dagegen machen können. Er greift nicht an, okay. Hat jetzt allerdings auf dem Boden einen Blocker, der den auf jeden Fall töten würde. Aber wir haben ja den glorreichen Ansturm. Wollen wir diese Runde den Flieger mit Doppelschlag spielen oder wollen ja, wir opfern? Glaube ich nur unsere Elite vor Hut. Spielen wir den Flieger noch. So, der wird den blocken. Wenn nicht, ist er doof. Oder auch nicht. Okay, 2 Schaden umsonst nehme ich. So, zack. Und wir spielen den Flieger. Mit Doppelschlag. Kommt wieder dieser komische Hengst von mir aus.
Und was kommt da? Ach, da kommt die Blutzollharp hier. Fliegend, wenn die ins Spiel kommt, verliert ihr Spieler einen Lebenspunkt. Oh nein, wir verlieren einen Lebenspunkt. Aber der Gegner halt auch. So. Was haben wir denn jetzt hier? Der kann nur Flieger blocken, wird von dem, wenn ich das hier spiele, getötet. Und jetzt kommen glaube ich keinen Schaden durch. Na gut. Das tötet den auch. Auf dem Boden. Wird der von dem getötet? Okay. Ja, wir können glaube ich unbedarft angreifen. Ich glaube, wir werden ein paar Kreaturen verlieren, aber der Gegner glaube ich sein gesamtes Board, wenn er komplett blockt. Weiter. Mit allen angreifen. So, und jetzt bin ich gespannt, wie er blockt. Stopp. Er blockt die Harp mit der Harp hier den. Das heißt, die töten sich auf jeden Fall gegenseitig. So, der Dreier blockt den Flieger. Okay, damit habe ich gerechnet. Und der Zweier blockt den, das heißt, die beiden auch auf jeden Fall hin. Aber wir spielen auf jeden Fall, um den Flieger mit Doppelschlag hier zu retten, unseren Ansturm. Können wir noch einen schönen Blocker rausspielen. Es ist ja so, als wäre das so gedacht, dass man das so macht. Oh, was ist hier? Eine Heilerin. Wenn die Heilerin ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur oder Verzauberungskarte deiner Wahl aus dem Friedhof deiner Hand bringen. Sehr coole Karte. Was nimmt ihr denn? Die Harp hier. Kann sie aber links nicht spielen, hat nicht genug Mana. Wir haben noch einen Hirschen gezogen. So. Er blockt diese Runde. Wir können nur mit dem Flieger angreifen. Aber der macht 4 Schaden. Das ist ordentlich. Einmal Erstschlag, einmal Normalschlag. Erstschlag, zack. Und Normalschaden. Oh. Dann spielen wir den Hirsch. Jetzt kommt gleich die Harp hier wieder ins Spiel. Vermute ich zumindest mal. Erstmal kommen die wieder. Und die Harp hier. Hallo. Gucken, was wir jetzt ziehen. Wir ziehen nur ein Land. Das ist nicht so geil. Wir räumen die Harp hier aus dem Weg, glaube ich. Weil er muss uns blocken, weil sonst ist er tot. Und nur die Harpie kann uns blocken. Tschüss, Harpie. Das Land spiele ich jetzt nicht. Ist kein. Ah, komm, doch, spielen wir es bewusst. In einem richtigen Spiel hätte ich es wahrscheinlich nicht gespielt. Aber hier sind toll Zeugs. Ja. Ich weiß auch nicht genau, wie unser Deck aussieht. Also, was da noch alles für Karten drin sind. Auch ein bisschen doof eigentlich. Der greift uns an. Komm, räumen wir ihn aus dem Weg. Er tötet natürlich den Hirsch. Ja, jetzt haben wir gewonnen. Weiter.
allen angreifen. Und wenn da jetzt... er hat keine Karten mehr auf der Hand, also von daher wird da nichts mehr kommen. Und Erzschlag. Und tot. Ja, das, diese Animation ist ein bisschen unmöglich, finde ich, wenn der Gegner schon tot ist. Ja. Münzen! Lufthoheit. Okay. Und mein Deck ist schon wieder aufgewertet worden. Dank deiner Kampfkünste und deiner Magie gelingt es dir, die Scharen wilder Harpien zurückzuschlagen. Doch vom Haupttor her vernimmst du die Hilferufe. Bevor sich die Harpien wieder sammeln können, begibst du dich dorthin. Ja, natürlich. Nein, Hexen sind wir ja. Ein schrecklicher Zyklop steuert auf das Haupttor zu und er ist nicht allein. Du und die Freischärler seid die einzigen, die verhindern können, dass die Monster die Stadt erstürmen. Wenn du scheiterst, ist Akros verloren. Wenn du triumphierst, wirst du zu einem Helden, der den Göttern würdig ist. Ja, wir spielen einfach in dieser Runde auch und wir spielen das nochmal. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und die Übungsdrohne möchte uns wieder irgendwas erklären. Verzauberungen sind mächtige Karten, die nach dem Wirken im Spiel bleiben. Sie können die unterschiedlichsten Effekte haben. Manche verstärken deine Kreaturen, während andere deinem Gegner das Leben schwer machen. Wie die meisten Zauber wirkst du Verzauberungen während deiner Hauptphase. Nur bei Dragon Age. Verzauberung? Verwende in dieser Fertigkeitsquest die Verzauberung auf deiner Hand, um die Partie diesen Zug zu gewinnen. Okay. Aber wir sind dran, oder was? Ja. Und die Ehre der Reinen gibt allen Kreaturen +1/+1, die wir kontrollieren. So, dadurch hat nur 3 Blocker. Ne? Mit allen Angreifen. So. Jetzt muss ich eine Reihenfolge bestimmen. Ja, komm, okay. Evos, du hast eh verloren. Gut gemacht. Verzauberungen sind sehr mächtig, weil ihre Effekte wirken, solange sie im Spiel sind. Okay. Auren sind spezielle Typen von Verzauberungen. Die meisten werden an eine Kreatur angelegt und beeinflussen nur diese Kreatur. Die Verzaubertfähigkeit einer Aura sagt dir, an was sie angelegt werden kann. Mit den meisten Auren kannst du eine beliebige Kreatur als Ziel bestimmen. Lies dir jede durch, um zu verstehen, wie sie die verzauberte Kreatur beeinflusst. Hat sie einen negativen Effekt, kannst du sie an eine Kreatur deines Gegners anlegen. Falls die verzauberte Kreatur das Spiel verlässt, wird die Aura auf deinen Friedhof gelegt. Okay. Finde einen Weg, in diesem Zug zu gewinnen, um diese Fertigkeitsquest abzuschließen. Du musst positive und negative Auren verwenden, um dein Ziel zu erreichen. Okay. Also, was haben wir? Wir haben eine Kreatur, die kriegt für jede Ebene, die ich kontrolliere, +1/+1 und hat Flugfähigkeit. Ich kontrolliere 6 Ebenen, das ist eine super Information. 6 Ebenen. Also kriegt sie +6/+6 und kann fliegen. Dann hätte sie eine 7 und würde fliegen und ihm die 7 Lebenspunkte rauben. Ah, er hat einen Flieger zum Blocken. Wie gut, dass wir einen Pazifismus haben, der eine Kreatur verzaubert und die kann dann nicht blocken. Also, zack. Du darfst jetzt nicht mehr blocken. Zack, du kriegst +6/+6 und fliegen. Ihr seid blöde Bodenkriecher, ihr könnt nichts gegen meinen Flieger tun. Win.
gemacht. Eine beliebte Strategie ist es, eine deiner Kreaturen mit Hilfe von Auren zu einer massiven Bedrohung aufzubauen, die das Spiel dominiert. Jo. Wenn ihr euch gerade in Magic Meta bewegt, Boggles. Einige Karten legen +1/+1 Marken auf Kreaturen. Eine +1/+1 Marke erhöht Stärke und Widerstandskraft der Kreatur um je 1. Diese Marken bleiben auf der Kreatur, solange sie im Spiel bleibt. Falls die Kreatur das Spiel verlässt, verschwinden die Marken. Okay. In dieser Fertigkeitsquest ist dein Gegner im Begriff, dich mit einer übermächtigen Armee zu vernichten. Komme ihm noch in diesem Zug zuvor. Okay, was haben wir hier? Wir haben einen Nachtkranich für 5 Mana. Wenn der ins Spiel kommt, lege +1/+1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl. Okay. Er hat... lege 4+1 auf die Meute. Okay. Das hat er ja. Okay. Ich spiele erstmal ein Land. So. Dann müssen wir 5 Schaden machen. Er kann nicht blocken. Ja, läuft, ne? Der kommt ins Spiel. Ich darf eine Marke verteilen. Auf den da möchte ich die gerne. Zack. Und jetzt mit allen angreifen. Und Slash. Sehr gut. Einige Decks basieren auf dem Wirken einer Kreatur, auf die so lange +1/+1 Marken gelegt werden, bis sie unaufhaltsam ist. Probiere es mal aus. Vielleicht. So. Wir haben wieder unseren üblichen Start hier. Wir dürfen schon wieder anfangen und wir können schon wieder den Vorhüter spielen. Den Elite-Vorhüter. Da kommt was Grünes auf uns zu. Oh, wir haben diesmal gar nicht unseren 3-1er. Das war ein bisschen blöd. Erstmal drücken wir ihm wieder 2 Schaden rein. Ja, das Spiel für 2. Das ist ja unsere Philosophin. Und ein Doppelland. Macht ihn mit rotes Mana übrigens. Wachsamkeit. Die Kreatur wird beim Angreifen nicht getappt. Okay, 3-1. Das ist eine starke Kreatur, finde ich. So. Aber wir greifen einfach munter weiter an, weil die wird sterben gegen eine unserer Kreaturen. Noch blockst du? Er blockt nicht. Interessant. Okay, dann können wir unseren Adler spielen. In der Luft ist er unaufhaltsam. So, er greift uns an. Ich möchte ihn nicht blocken. Die 3 nehme ich. Und da kommt noch ein 3-3er, der immer angreift, womöglich. Okay. So, schön. Wir haben eine Ehre der Reihen. Die werden wir jetzt natürlich sofort schwören. Alles 3er-Kreaturen jetzt. Und der glorreiche Ansturm sorgt dafür, dass viel von uns überleben wird jetzt gleich. Also greifen wir jetzt mal komplett an. Er wird das nicht einfach so wahrscheinlich nehmen, mit einem Angreifen.
Und blocken, blocken. Ja, er blockt. Stopp. So, der wird überleben. Der wird leider nicht überleben, aber der wird den Gegner auch töten. Okay. Und wir drücken ihm 4 Schaden rein. Ist okay. Sehr gut. Der Gegner hat keine Kreaturen mehr im Feld. Wir haben 2 auf dem Feld. Und noch einen Hirsch in der Hinterhand. Ein 5-2er-Zyklop. Alles klar. Da kommt unser 3-1er wieder. Okay. Wir greifen. Mit allem an. Er blockt, dadurch stirbt der Zyklop. Unsere leider auch, aber ein bisschen Schwund ist immer. Und wir haben ja unseren Hirsch noch. Wucherndes Wachstum. Er darf sich ein Land aus Knutes ins Spiel bringen. Und Quell der Fruchtbarkeit. Opfere den Quell der Fruchtbarkeit. Ich suche deine Bibliothek nach einer Standardkarte und bringe sie getoppt ins Spiel. Ja, noch mehr Länder für ihn. Wenn er das denn mag. Das bringt dir alles nichts, mein Freund. Momentan zumindest nicht. Weil entweder spielst du jetzt gleich was, was gegen Flieger gut ist, oder du bist hin. Wobei Grün hat sowas. Da könnt ihr den auch einfach auf einem roten Zauber töten. Wir haben hier unseren. Was war das? Eine Katze. Ein Katzenkrieger. Er macht nichts, das heißt, wir haben gewonnen. Einen angreifen. Na, kommt da jetzt was super Lustiges? Oder ich schätze mal eher nicht. Unser Katzenkrieger hat das erste Mal ein Spiel überlebt, glaube ich. Mein Deck wurde wieder aufgewertet. Okay. Seine Heldentaten an den Toren von Akros sind nicht unbemerkt geblieben. Heliod, der Gott der Sonne, sucht einen Auserwählten, der sich einem noch größeren Feind stellen muss. Er überreicht dir einen von der Sonne gesegneten Speer und weist dich an, einen mächtigen Titanen zu bezwingen, der Erebos, dem Gott der Toten, dient. Okay. Wir werden das versuchen, aber das erst in der nächsten Folge. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.